Der Bestellungseingang ist um gut 40% gestiegen. Der Umsatz hat lediglich stagniert. Sind Sie trotzdem zufrieden mit dem Geschäftsjahr 2021-2022? Ja, wir sind wirklich zufrieden, weil dieses Order Intake, dieser Bestellungseingang gibt uns wirklich Zuversicht für die nächsten Jahre. Dann haben wir viel zu liefern. Und wir sind auch zufrieden, dass wir alles liefern konnten, was wir wollten, trotz was alles in der Welt passiert mit Zulieferanten, mit Russland, Krieg und so weiter. Und wir könnten alles liefern, was wir wollten. Wir können unsere Versprechen einhalten und deshalb sind wir zufrieden, ja. Woher kommt die große Diskrepanz zwischen dem großen Wachstum im Bestellungseingang und dem eben nur stabilen Umsatz? Sind das die Lieferkettenprobleme, die Lockdowns in China oder gibt es da noch andere Faktoren? Es ist vor allem die Tatsache, dass der Bestellungseingang war vor allem sehr, sehr stark in dem Systems Division und dort die Lieferzeiten sind zwischen 12 und 24 Monaten und die Sales kommen erst bei der Lieferung. Das heißt, dieser Bestellungseingang wird den Sales erst in den nächsten Jahren bringen und noch nicht in Finanzjahr 21. Inwiefern profitiert Burckhardt Compression von der Energiewende? Ja, in der Tat, wir wissen das alle, es gibt die Energiewende. Und seit 6 Monaten ist das Thema Energiesicherheit kommt noch dazu. Und die Energie, die ist sehr viel in gaseosen Form. Und um das zu transportieren, muss man komprimieren. Und deshalb sind die Kompressoren dann sehr gefragt. Und wenn man die Energiewende anschaut, wir haben sehr wichtige Applikationen wie für Solar Applications, Solarpanelen brauchen viele Kompressoren für eine dünne Schicht, so Schutzschicht für Polysilikonproduktion. Das braucht Kompressoren. Wir haben auch Wasserstoff für Mobilität und Energie. Das alles braucht Kompressoren. Und deshalb, diese Energiewende macht uns wirklich zuversichtlich, dass wir weiter wachsen können, weitere Produkte, weitere Technologien dafür entwickeln können für die Zukunft. 22, 23 prognostizieren Sie ein Wachstum von 10 bis 16% plus minus. Die Marge wird aber in Anführungszeichen, sage ich, nur stabil bleiben. Was ist da der Grund, dass die Marge nicht mitwächst mit dem Umsatz? Also die Marge in absolut, die wächst genau gleich mit wie Sales. Nur in Prozent bleibt es in der Tat stabil. 3 Gründe dafür. Zuerst Russland. Wir haben Projekte, die wir wegen Sanktionen jetzt nicht liefern können. Zweitens, wir werden viel mehr Business-Volumina Richtung Systems Division haben in dem Mix. Und die Systems Division ist weniger profitabel. Und drittens, wir wollen weiterhin investieren in neue Produkte, Digitalization und dafür nehmen wir uns ein bisschen Geld.